Das Spital Uster stellt eine hochstehende Gesundheitsversorgung für rund 180.000 Menschen in der Region sicher. Und es ist Arbeitgeber von rund 1.300 Mitarbeitenden. Aktuell ist das Spital in einem Zweckverband von 10 Gemeinden organisiert. Diese sind die Eigentümer des Spitals. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2011 ist die Spitalplanung und Finanzierung alleinige Sache von Kanton und Krankenkassen. Diese bezahlen dem Spital pro Behandlung eine festgesetzte Pauschale. Deckt die Fallpauschale die Kosten einer Behandlung nicht, entsteht ein Verlust. Übersteigen die Erträge aus den Fallpauschalen die Kosten, macht es Gewinn. Spitäler arbeiten also in einem marktähnlichen Umfeld. Die Spitalversorgung ist nicht mehr Sache der Gemeinden. Sie bleiben aber Eigentümer des Spitals. Für die Wahrnehmung von Eigentums- und Mitwirkungsrechten eignet sich der Zweckverband schlecht. Auch unternehmerisch bringt er Nachteile. Die Entscheidungswege sind lang und kompliziert. Und wenn Gemeinden austreten, nehmen sie ihren Kapitalanteil mit. Das kann für das Spital existenzbedrohend werden. Viele öffentliche Spitäler, wie zum Beispiel Wetzikon, Männedorf, Bülach oder Affoltern am Albis, haben sich deshalb als gemeinnützige Aktiengesellschaft organisiert. Auch das Spital Uster möchte diesen Weg gehen. Die Spital Uster AG bleibt im Eigentum der Gemeinden. Diese sind die Aktionäre. Ein Vertrag unter den Gemeinden, der sogenannte interkommunale Vertrag, legt die Aufgaben fest, welche die Spital Uster AG im Auftrag der Gemeinden erfüllen muss. Über diesen Vertrag wird am 15. Mai 2022 abgestimmt. Der Vertrag stellt sicher, dass die Spitalversorgung auch in der AG gemeinnützig bleibt. Allfällige Gewinne müssen wieder im Spital angelegt werden. Der Vertrag verhindert zudem, dass das Spital an private Investoren verkauft werden kann. Und er legt fest, dass wesentliche Vertragsänderungen einer Urnenabstimmung unterliegen. Die Rechtsformumwandlung bedarf der Zustimmung jeder einzelnen Zweckverbandsgemeinde. Auch Ihre Stimme zählt. Weitere Informationen finden Sie unter spitaluster.ch/rechtsformumwandlung.